So, willkommen zurück zu Mafia 3. Wir sind auf dem Weg zum Bayou und sollen da einen LKW stehlen mit schwarz gebrannten Schnaps. Hat uns Nick beauftragt, das ist die Tochter von dem Schrotthändler. Oh, dann sind wir die ganze Zeit auf dem Weg hin. An meinem Bezirk hier oder was? Ja, müssen wir ja. Wir fahren ja durch meinen Bezirk, ist doch klar. Ich will nur gucken, ob das Auto kaputt ist. Nicht probiert habe. Mach dich verflucht noch mal aus dem Staub. Oha. Na. Ich stopf ihm das Maul! Scheiße. Kommst du um ihn herum? Brenn, Digger Boy, brenn! Das Jagen liegt uns im Blut. Und schwarze Vermöbel.
Der Kerl macht uns verflucht nochmal fertig! Rösten wir seinen Arsch! Brenn, Digga Boy, brenn! Ein verdammt gutes Gefühl! Ah, oh, fuck! Ich wollte mich gerade heilen. Mist. Ich wollte mich gerade heilen, ey. Pong. Hä? Wo führt er mich denn hin, ey? Ja, mein Bezirk ist das schon. Okay. Okay. Ich habe auch eine Hupe. Na, guck mal hier, genau, hier ist das. Wo wir den aufgebummelt haben. Den haben wir. Verflucht tut das weh! Irgendjemand muss ihn ausschalten! Ich bin diese... Lass Feuer auf! Schafft uns diesen Motherfucker vom Hals!
Scheiße, ich muss nicht verpassen sollen, als du noch die Chance hast. Grüße vom Herrn Molotow, du bist ja. Wer wird kommen? Scheiße! Scheiße. Was du findest. Scheiß drauf, ich mach's. Dieser Hurensohn kann sich nicht für immer verstecken. Ja, ihr müsst rauskommen. Hallöchen. Der steht da und raucht. Das war's. Mal haben wir die. Mal gucken, was die anderen haben. Da ist noch Geld. Was ist hier drin? Klopapier. Klopapier. Gar nichts mehr drin, wa? Okay, los geht's. Ja,
stellt sich aber geil an, ey. Auf die Lieferung wegbringen. Hört sich so an, ey. Ein Turbolader da unten, ey. So, mein Betrieb. Dann fahren wir, Doof, dass wir keine Musik anhaben dürfen, ey. Böses. Sehr böse. So. 1000 Meter noch. Ah, die Ware ist gut festgeschnürt, wa? Die Kirche war diesmal nicht von uns, ne? Ach, knapp 400 Meter noch. Hier haben wir immer den LKW versucht zu überfahren oder zu zerstören. Auf der Ecke. Steig wieder in den Truck. Ach da! Whisky, überall Whisky. Und ein Tropfen zu trinken. Naja, vielleicht mal ein Tröpfchen ab und zu. Wenn du den besten Schwarzgebrannten suchst, hier findest du ihn. Kehre zu Niki zurück. Und wie war's jetzt? Hier durch. Hier durch? Hier durch? Die sagten, ey, pass auf du! Den da hoch.
Aber der putzt immer noch die Scheibe. Perfektes Timing. Ich wollte gerade Mittagessen. Wie ist es gelaufen? Schnelle Autos und Schwarzgebrannter. Muss man doch mögen, oder? Angeblich werden irgendwelche Arschlöcher versuchen, dich abzuknallen. Also pass auf dich auf. Ja, Ma'am. Rat mal, wen ich gestern aus dem Markt kommen sehe. Danny McGill. Ohne Scheiß, Danny McGill? Den Namen habe ich ja seit Jahren nicht mehr gehört. Der Arsch ist verheiratet. 4 Kinder. Die älteste, Rachel, ist 6. Alter, könntest du dir das jetzt vorstellen? 4 Kinder? Nur wenn es irgendwie Geld dafür gäbe. Die leuchtet voll krass. Heiligenschein. Jedes Mal, wenn ich solche Leute treffe, werde ich gefragt, wann ich solide werde. Wann ich eine Familie gründe. Ich fühle mich dann immer wie eine Außenseiterin. Als würde ich irgendwas falsch machen. Na, du machst nichts falsch. Schau mich doch an. Kannte meine Eltern nicht, hab keinen Schimmer, wer ich bin oder wo ich herkomme. Aber als Rädchen im System war ich gerade gut genug. Wichtig war, Leute zu treffen, denen die Scheiße auch am Arsch vorbeigeht. So wie wenn wir beide abhängen und über Gott und die Welt reden. Einfach cool. Also ich bin cool. Du hingegen, du bist ein ziemlich großer, beschissener Dödel. Ein Dödel? Wie alt bist du, 12? 12? Scheiße, das waren noch Zeiten. Ich konnte mich abends volldröhnen und am nächsten Tag in Mathe glänzen. Hör mal, Lincoln. Da ist schon gut. Das kann warten. Hey, mach dir keinen Kopf, was Danny McGill denkt. Scheiß auf ihn. Genau. Ins Knie ficken. Pass auf dich auf. Juhu. Danny hat sich für einen Rennfahrer gehalten. Und er war auch verdammt gut. Aber diese Fahrten hat er gehasst. Fand sie stinklangweilig. Und so hat er Rennen zwischen den Abhol- und Lieferstellen veranstaltet. Der Idiot musste immer alles schwieriger machen, als es war. Eben ein typischer Ire. Scheiße. Egal. Wenn du das Rennen gewinnst, kriegst du extra Kohle und lieferst nebenbei noch den Schnaps ab. Dieses Mal. So. Schon von der Explosion auf dem Schrottplatz gehört? Das läuft langsam aus dem Ruder. Oh. Pass auf! Pass auf, du Arschloch! Wenn mein Sohn seine Haare so lang wachsen ließe, würde er sich aber eine einfangen. Wenn du den besten Schwarzgebrannten suchst, hier findest du ihn. So, das ist der Ausgang. Whisky, überall Whisky. Und kein Tropfen zu trinken. Naja, vielleicht mal ein Tröpfchen ab und zu. Wenn sich noch mehr Iren in Verdun breit machen, können sie es gleich grün anstreichen. So. Mein Bezirk. Okay, mal ein bisschen rumfahren. Ein paar rote Punkte. So, nächste Tür knacken. Open. Playboy. Waren wir nicht hier auch schon? Doch, hier waren die LKW. Ja.
So, und dann fahren wir gleich zu unseren. Erstmal rumfahren und dann fahren wir. Vielleicht der Ei-Typ fährt noch ein. Was ist das für eine Bottle? Aus dem Weg. Ich sollte dir den Arsch versohlen. Hä? Wo ist denn mein... Achso. Da. Alter! Jetzt gucke ich hier einfach mal auf die Minimap, ey. Da sind welche. Ich niete dich lieber nicht hergekommen. So. Mal durchladen. Da ist doch Geld hier. So kann er die Waffe jetzt nicht aufsammeln. Auch noch was. Wir verkaufen jetzt diesen Getränkemix, den die Astronauten angeblich trinken. Schon möglich. So. Vorsicht, Platz da. Pass auf, wo du hinladst, von dem her aus dem. Pass auf, ey, ist meine Hut. Ach, wo ist das Auto hier schon wieder hin?
Da, okay. Schnapslern, zu weit. Kann man mit denen schnacken oder was? Alles immer so voll. Was denkst du dir eigentlich? Wenn ich dich nochmal bitten muss, nimm bitte die Waffe runter! Verdammten Halbstaffel! Ich brauche Hilfe! Irgendein Irrer! Ich habe nichts gesehen! Gar nichts! Ich dachte, ich kann ihn einschüchtern. $28. Vorsicht, Platz da! Pass auf, wo du hin! Was zur Hölle? Sag ich's dir? Das ging ja flott, diesmal. Nee. 9-9, alles in Ordnung. Da fahren wir mal hin. Na. Oh. So, das ist hier, ach so, alles klar, das ist hier die... Ja, hab eine Menge Horrorgeschichten gehört, was in diesen Räumen passiert ist. Jetzt schreiben wir selbst welche. Oh, alles klar. Oh, ist auch Zeit für einen kleinen süßen Cut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Mafia 3.